Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Episode von The Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Episode wurden wir verraten von Avalach und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dem Typen mal eins auf die Nuss geben. Kann ja wohl nicht sein, dass der Typ hier meint, sonst wer zu sein. Haben wir noch die Meritium-Bomben? Ne, natürlich nicht. Ah, schade, schade, schade. Warum solltest du das wollen? Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Avalach hat dir den Verstand mit Wahrsagereien vernebelt. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte kommt. Welten werden einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben wird vernichtet. Avalach hat mich vor eine Wahl gestellt. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich muss sie aufhalten. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht jetzt. Geralt, glaub mir. Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Aber ich kann nicht. Ich muss es versuchen. Für dich und Jen und Triss, für alle. Drück mir die Daumen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum hat sie Schuhe mit Absätzen an? Flashback.
Oh je, oh je, oh je. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das dem Kaiser beibringen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja nur schief gehen. Das geht ziemlich scheiße aus für sämtliche Leute aus der Loge. Du siehst alt aus, Emir. Ah, das ist gar nicht Emir, richtig. Das ist ja dieser komische Ankleidetyp-Fuzzi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ja mal gespannt, was der jetzt zu sagen hat. Genug. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch. Aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Aber nach der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Jennifer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Da ist jemand, der auf mich wartet. Triss Merigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Hat Cirilla gesagt... Hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Nicht, dass ich wüsste. Sie war traurig, dass sie euch nicht lebewohl sagen konnte. Hat sie das so gesagt? Wirklich? Das musste sie nicht. Sie wollte Frieden mit euch schließen. Das weiß ich. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Soll mir recht sein. Huiuiuiuiuiuiui. Oh Mann, ist gerade eine richtig drückende Stimmung. Das merke ich richtig. Huh. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar. Ja, genau. Wir kommen zurecht.
Die Fässer sind zwar schwer, aber wir lassen bald aus jedem was ab. Veränderung liegt in der Luft. Stimmt, nicht zu leugnen. Nilfgaard flieht, obwohl es so aussah, als wären sie nicht wegzukriegen. Ihren Wein haben sie auch dagelassen. Sehr großzügig. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst? Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaard. Bis dahin. Hui, 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 hui. Ja, sorry, tut mir leid. Komm mal her, Blitze. Wir reiten mal zum Lager der Nilfgaarder. Ach Leute, ist das auch irgendwo ein bisschen romantisch, ne? So Sonnenuntergang und etwas endet, etwas beginnt. Ja, ist stark. Keine Frage. Leute, ich bin gerade echt noch getroffen von Ciris Entscheidung. Deswegen, sorry, wenn ich im Moment so ein bisschen still bin. Oh Mann. Guten Tag. Meister Ort. Wurde bestimmt aufgehalten. Meister Ort? Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Mord. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Du Pennherrn am Gladialmorch am Fean Aesin. Der Blitz, der durchs Dunkel schneidet, das Licht, das die Nacht durchbricht. Genau. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Oh ja, möchte ich. Die Bezahlung. Nur Edelstein, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Maribor-Wald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Danke sehr. Fancy. Ich will sehen. Oh mein Gott. Okay. Das ist ein cooles Schwert, aber nicht wirklich sinnvoll für mich. Aber nun gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Wir müssen zur Taverne.
Na komm, Blitze. Reiten wir los. Oh ja. Und dann geht's für uns nach Kovir. So, so. Ach, ist das so friedlich und ruhig gerade. Wie Geralt das schon sagt, es liegt irgendwie Veränderung in der Luft. Es wirkt alles viel freundlicher im Moment. So, da sind wir auch schon in Weißgarten, wo unser Abenteuer begonnen hat. Ach Leute, da kommen jetzt schon Erinnerungen hoch. Ich freue mich irgendwie. Aber irgendwie bin ich auch traurig. Ich kann es schlecht beschreiben. Es ist einfach ein großartiges Spiel. Guten Tag. Plot Twist. Wie geil. Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexer-Silberschwert. Gefällt's dir? Es ist wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexer. Was ist das für eine Inschrift? Ein alter Spruch der Hexer. Ich hatte früher auch mal so ein Schwert. Aber das hier ist besser. Viel besser. Lass uns ausprobieren. Oh mein Gott, ich habe gerade die Tränen in den Augen. Weil ich mich freue, dass Ciri doch lebt. Mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden, ohne Radovids taktisches Genie, konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir war Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emhir war Emreis, hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhir mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhirs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexe. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten.
Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Ja, Leute, das war The Witcher 3 Wild Hunt und sämtliche Enden, die sich daraus ergeben haben. Und ich glaube, wir haben zum größten Teil gute Entscheidungen getroffen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Spiel und seid von dem letzten Plot-Twist auch ein wenig berührt, weil ich bin es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch mega viel Spaß gemacht. Ich werde mich an dieser Stelle schon mal zurückziehen und die Credits durchlaufen lassen. Und ja. Ich bin mal echt gespannt, was das hier noch ergibt. Also wir werden auf jeden Fall ein neues Spiel anfangen. Und natürlich wird es auch noch einen weiteren den DLC bei mir zu sehen geben. Der Expansion Pass ist ja fleißig in Produktion im Moment. Und es wurde auch ein Gwyn Standalone angekündigt. So als kleiner Hint nebenbei. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich jetzt so hier daraus ergeben wird. Ja, die Credits. Ich glaube, 209 Mitarbeiter hat CD Projekt Red an dem an The Witcher 3 Wild Hunt arbeiten lassen und ich glaube, alle haben auch wirklich auf der Collector's Edition unterschrieben, beziehungsweise haben Blueprint unterschrieben, die dann halt gedruckt wurden. Aber sowas fand ich halt auch ziemlich awesome, habe ich ja auch direkt am Anfang erzählt. Und großer Gwyn-Fan, wir haben leider nicht unsere Gwyn-Sammlung vervollständigen können. Da müsste ich mal gucken, ob ich vielleicht nochmal mir einen Guide angucke dazu und dann euch auch noch ein paar Fundorte von legendären Karten zeige. Und hast du nicht gesehen, vielleicht nochmal ein Gwyn-Turnier versuche mitzuspielen. Aber hier zum Beispiel das große Passiflora-Turnier, da bin ich ja untergegangen wie sonst was. Ja. Leute, ich kann es immer noch nicht glauben. Wir sind jetzt hier in Folge 229. Mit dem Prolog zusammen sind wir bei 230 Folgen. So, teilen wir das mal, sagen wir mal 240. Sind 80 Stunden knapp. Ja, ein bisschen weniger. 77 Stunden ungefähr. Finde ich krass. Finde ich, ist echt viel. Wir haben ja teilweise ein bisschen länger gemacht, teilweise ein bisschen kürzer. Also ungefähr wird sich das so auf 80 Stunden einpendeln. Ein grandioses Spiel. Wir haben nicht alles gemacht, aber doch recht viel. Einen recht umfassenden Einblick bekommen in die verschiedenen Kampfstile auch. Also wir haben ja alles Mögliche versucht. Wir haben ja am Anfang versucht, mit Zeichen irgendwas zu reißen. Das war ja utopisch anzunehmen, da überhaupt irgendwas hinzukriegen. Wir hätten von Anfang an auf Schwertkampf gehen sollen. Und ja, ich werde mal schauen, vielleicht, dass ich im neuen Game Plus mir ein Bild anschaue, den wir vielleicht ein bisschen ja, anders bauen können. Mehr auf Magie und müssen wir einfach mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, wir behalten ja unsere Fertigkeiten, behalten wir dann auch unsere wie heißt es denn? Hier, Dingens halt. Unsere Gegenstände, zum Beispiel Tränke und Ausrüstungsgegenstände etc.
Das wäre interessant zu wissen. Und ich wechsle mal gerade den Akku. Autsch. Ja, da knackt mein Stuhl 10.000 Mal. So, jetzt haben wir wieder einen frischen Akku eingebaut. Damit wir gleich loslegen können mit dem neuen Spiel Plus. Das aber erstmal warten muss, bis die Credits durchgelaufen sind. So, so. Witcher 3 Wild Hunt. Geralt setzt sich zur Ruhe in Kovir mit Triss zusammen. Wird es einen nächsten Witcher-Teil noch geben? Mit Ciri als Hauptperson? Wäre natürlich schon ziemlich awesome. Also ziemlich, ziemlich awesome. Und ich frage mich auch, Ciri hat ja nur ein Schwert bei sich. Ob das dann so ein Hybridschwert ist, mit einer Seite Stahl und einer Seite Silber? Ich meine, das wäre sicherlich ziemlich lustig, aber... Was war das? Versilberten Sederitkern, ne? Oder was hat er vorhin gesagt? Na, auf jeden Fall der Blitz, der durch die Nacht hält. Ist die Gravur. Bezahlt den Edelstein. Ja, ja. Kronen sind dann ja praktisch nichts mehr wert nach einem Krieg, deswegen in Naturalien bezahlt. Ja, Leute. Da haben wir die ganzen Lokalisierungen. Ach, da haben wir die ganzen Lokalisierungsleute, die dann in den verschiedenen Ländern mitgewirkt haben. Schon interessant, mal so zu sehen, wer denn da noch alles als Rattenschwanz dranhängt an so einer Produktion. Sind eben nicht nur 10 Programmierer, die mal eben ein Spiel gemacht haben. Community-Moderation, weiterer PR-Support, Community-Support.
Was? Warner Brothers? Oh mein Gott, jetzt sag nicht, die sind hier bei Warner Brothers. Ach, das ist bestimmt die Distribution. Weil ich weiß nämlich, dass Bandai Namco die Distribution in Europa übernommen hat. Ja. Dann ist das Marketing bestimmt in den USA über Warner Brothers geregelt worden. Krass. Finde ich ziemlich heftig. Wusste ich nicht. Ja, Leute. Und damit sind wir durch. Eine Ära geht zu Ende. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz recht herzlich nochmal für alle diejenigen, die noch dabei sind, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da, ob wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Was habt ihr anders gemacht? Was hättet ihr anders gemacht? Und ja, die Geschichte von Geralt dem von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war. Quests im Rahmen der Hauptgeschichte sind nicht mehr verfügbar. Okay. Du hast neues Spiel Plus freigeschaltet. Um es zu beginnen, erstelle einen neuen Spielstand. Starte ein neues Spiel und wähle die Option Neuspiel Plus und wähle dann einen Spielstand aus dem du deinen Charakter importieren willst. Diese Prozedur kann nur mit Spielstellen, die nach dem Freischalten von Neuspiel Plus erstellt wurden. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Spielstand mache und sage letzte Vorbereitung, dann können wir ab hier ein neues Spiel Plus machen. Und Leute, wie gesagt, das werden wir natürlich auch machen auf Todesmarsch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt aber mal eine kleine Pause, circa eine Woche. Und dann geht's direkt weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.